So, jetzt habe ich noch mal ein paar schöne Aussagen gefunden. Der eine Büschel hier hat auch schon eine gute Größe. Also den werde ich auf jeden Fall ernten. Und die kleinen daneben, die lasse ich alle stehen. Das da oben sind keine Austern. Also das hier sind keine Austern, das sind Zunderschwämme. Aber da oben, dass man das erkennen kann, da sind auch Austern. Und da weiter oben sind auch noch welche. Die bleiben natürlich alle stehen. Ich ernte jetzt nur die hier. An diesem Buchenstamm ist auch wieder alles voll mit Austern. Die kommen hier überall raus. Das ist wirklich Hammer. Schaut euch das an. Die sind auch schon so groß, dass man sie mitnehmen kann. Also super. Richtig schön. Dann werde ich die auch noch ernten. Aber die sind doch Hammer. Wenn ihr auch mal Austern Saiblinge finden wollt, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, bevor ihr loslegt mit der Pilzsuche, erstmal auf Google Earth zu gehen und ja, dann einfach mal schauen. Das war hier gerade ein Specht über mir. Wie gesagt, dann halt erstmal schauen, wo in eurer Region alte Buchenwälder sind. Denn Austern-Saiblinge benötigen altes Totholz, beziehungsweise halt, sie bevorzugen halt diese alten Buchenwälder, also vor allem Rotbuche. Und was natürlich auch geht, sind alte Pappeln. Und dann kann es halt auch mal vorkommen, dass man denn mal so einen ganzen Stamm findet, der komplett übersät mit Austern-Saiblingen ist. Also wie gesagt, Google Earth ist halt wirklich eine richtig gute Hilfe. Bevor ich losgehe, gucke ich auch immer auf Google Earth und suche mir ein paar schöne Stellen raus. Wenn ich natürlich ein paar gute Stellen schon habe, dann gucke ich natürlich die auch ab. Aber wenn ich halt neue Stellen finden möchte, dann kann man halt auch mal gut solche Bäume hier entdecken. Das ist natürlich ideal. Oh, und ich sehe gerade, da oben sind sogar Austern-Saiblinge. Also hat sich das Suchen doch jetzt schon mal gelohnt. Ja, sind definitiv welche, aber die bleiben stehen. Da komme ich jetzt auch so ohne weiteres nicht ran. Außerdem sind die noch sehr klein. Ja, aber wie gesagt, solche alten Buchenwälder, natürlich optimal. Da vorne ist noch ein alter Stamm. Ob wir da dran was finden. Schön wäre es auf jeden Fall. So. Ja, sieht nicht danach aus. Ja, an solchen Stellen sitzen natürlich auch gerne mal Waldkäuze. Und wie ich es auch vor kurzem schon hatte, ein Waschbär. Gut, mal gucken, auf der Seite was ist. Oh ja, oh ja. Hier sind Austern-Saiblinge. Das ist natürlich top. Und hier geht es auch noch so weiter. Hier ist alles voll. Ich würde mal sagen, der Korb ist auf jeden Fall gleich voll. So viele schöne Austern. Und hier geht es weiter. Und überall noch ganz viel kleine. Das ist doch perfekt. Besser geht's nicht. Hier die untere Reihe und hier die obere Reihe. Super Pilze. Im besten Zustand. Also perfekt. Es geht gar nicht besser. So, das wäre jetzt die erste Seite. Auf der anderen Seite sieht es auch noch mal so aus. Also hier schöne Austern, überall noch ganz junge. Wunderschön.
werde ich jetzt erstmal ernten hier. Die Sandfußfrüchtlinge, die sind nämlich sehr schön gewachsen. Die hier auch und da auch. Dann mal gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Oh ja, hier sind sie jetzt auch groß genug. Also die werde ich jetzt alle ernten. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ja, die sind auch gewachsen, aber die sind immer noch so klein, dass ich die nicht mitnehmen werde. Aber wirklich super Qualität. Wenn die ein bisschen größer sind, dann werde ich die auch ernten. Aber ich denke mal, es dauert noch mal ein paar Wochen. Ja, wirklich super. Perfekt. Und hier sind auch noch mal ganz schön viel gewachsen und hier kommen auch noch ganz viel. Also die größeren hiervon werde ich jetzt noch ernten. Und dann geht's weiter. So, und auch hier wieder äußerst frische Austern. Und hier kommen überall noch mehr.